So, jetzt hast du rot, rot und rot. Wen willst du? Also, ich kann dir... Ja, die Stage würde ich dir empfehlen. Die macht Spaß. Ich weiß, ich, also wenn du mich gefragt hättest, ich hätte nichts gewusst. Da gibt's keine Empfehlungen mehr. Für mich zumindest. Ach komm, die Stage Dance links macht doch auch Spaß. Ich würde einfach sagen, ich Central hätte nichts Museum. Oh mein Gott, wir sind im Spirit angekommen. Scheiße, das Central Museum! Nein! Flieh! Tja, siehst du? You are now in the Central Museum. Ja, verdammt! Aber im Central war doch... im Central Museum. Das wäre dann jetzt hier eine Anspielung. Ja. Verdammt. Ich bin dafür, dass wir ein Museum einbauen, in dem wir verschiedene Anspielungsobjekte Objekte einbauen, die auf verschiedene Spiele anspielen. Okay? Ja, aber sag das nicht so laut. Ja, das wissen dann halt nur Leute, die dieses Let's Play geguckt haben. Aber grundsätzlich, das wäre doch eine Idee, oder? Also eine Idee ist alles. Also ich finde, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee, da stimme ich dir zu. You are now in the Central Museum. It's in Pokémon Spirit, in Baranta. Its appearance has completely changed. It's dead quiet. I wonder what kind of nightmare awaits me. Let's move on. Du wärst mit einem Albtraum. Please, one way only. Aber ich will in diese Richtung. Ja, Osoma, dann muss jetzt wohl der kalte Hammer das Gesetz treffen, denn du hast hiermit offiziell etwas Schlimmes getan, das dir nicht verziehen werden kann. Dass ich in eine andere Richtung gegangen bin? Genau. What's this? Totem Pole? I can't detect any sign of a totem pole. It must be the work of the nightmare. Be careful. Oh no, what's this place, Alia? Alia? Out of transmission range? Where am I anyway? Ich mach den Wolf, er hat ihn verlaufen. Na, was sagst du dazu, Sommer? Übrigens. Deine Reaktion ist einfach immer zu gut, wenn so ein Reploid auftaucht. So, man vergiss nicht, ein Held rettet Leute immer mit einem Lächeln im Gesicht. Du sollst nicht immer aufschrecken und Scheiße sagen, wenn du jemanden siehst, den du retten sollst. Scheiße, ich wurde schon wieder in Taten begeben. Das wär's doch so ein super Held. Ach, Scheiße, schon wieder Leute, die ich retten. Ach, Scheiße, ich hab schon wieder Sonderangebot nicht nutzen können, weil ich Leute retten musste. Das ist halt vorbei. Es gab ja mal einen Superhelden, der keinen Bock drauf hatte, einer zu sein. Wer denn? Hancock. Hancock, mit Will Smith. Ja, es war halt einer mit Superkräften und der hatte aber so gar keinen Bock drauf, die natürlich zu nutzen. Beziehungsweise immer wenn er sie dann genutzt hat, kamen im Endeffekt Leute zu Schaden. Ja. Und er wurde immer gehasst von allen. Ja, weil er halt einfach einen schlechten Charakter hatte. Ein bisschen nach Deadpool. Ja, Deadpool ist definitiv nicht mein Fall. Na, so mal was. Das ist nicht ein schöner Metallblock. Der macht Spaß, gell? Die sind wundervoll, die Dinger. Eine der besten Mechaniken im Spiel, möchte ich sagen. Ja.
bewegen sich alle vier gleich in der Richtung. Ja, fast gleichzeitig. Ein ganz kleiner zeitiger Abstand war, das hat man gehört. A2. E1. 2 war ein großes Gebiet. Ja. Durchaus. Ja, vor allem this way. One way und dann geht's nach unten und ich in die Wand rein. Oh. What's this place? Elia? Can you analyze where I am? Elia? Elia? Elia! The communications are out! Are you back in the lava? Ich dachte, du machst jetzt eine Anspielung. Auf was? Elia? Alia? Alia! Achso, ja, der kennt das nämlich so gut, oder? Ich mach die Snake-Referenz nicht. Ich weiß gerade übrigens nicht, ob gerade eventuell einer erwischt wurde. Ich habe zumindest einen gesehen, der auf einen zugeflogen ist. Hm. Mal schauen. Ich sehe den Albtraum-Gegner da allerdings nicht mehr. Ich glaube, die Reptiloiden, die übernommenen, die spawnen tatsächlich. Dann ja. Nach einer Weile. Moment, da waren Reptiloid, ich habe keinen gesehen. Also, der eine Albtraum-Gegner ist gerade nach oben geflogen. Er ist nicht auf dich zugeflogen, deswegen gehe ich davon aus, dass er da auf den Reptiloiden zugeflogen ist. Übrigens noch so einen ganz tollen Fakt bezüglich dem Level. Aha. Könnte es vielleicht sein, dass dieses Level vorwärts und rückwärts spielbar ist? In diesen Passagen? Nee. Jetzt solltest du es dann merken. Mhm. Ah, es gibt also mehrere Passagen. Mhm. Aha. Und die sind zufällig. Jo. Und es gibt sau viele. In jedem ist bestimmt irgendeiner, den man retten kann. Aber einer. Natürlich. Ja, da ist der. Der von eben. Ja, da hatte ich recht. Spiel. Aber ich finde es interessant, dass das tatsächlich entschieden wird, wenn man die Säule berührt. Ich dachte auch, dass es bei Stagebeginn ist. Tja, so kann man sich täuschen. Ich dachte, ihr habt schon öfters mit SpaceX gearbeitet. Ich nein. Ich habe erst an einem gewissen Punkt angefangen mit SpaceX zu arbeiten. Vorher habe ich mich da einfach immer wieder durchgequält. Aber ich kannte halt auch die Level vorher schon. Das ist bei mir auch sehr nicht blind. Ich hab's halt Originalkonsole gespielt, da war nichts mit Let's Plays. Ja, ich auch damals. Also Let's Play dann nicht, aber ich besitze das Original. Okay. Und hatte nie den Willen, es kaputt zu machen, möchte ich dazu sagen. Nie! Nein. Nur ganz, ganz oft. Nein, wirklich nicht. Ich möchte keine Spiele zerstören. Das sind. Ich habe jetzt gespeichert, weil ich habe ihn gerettet, ne? Also ich hoffe, ich habe ihn nicht zerpasst. Hätte ihm Bescheid gesagt, hoffentlich. Ich habe jetzt keinen gesehen, der auf irgendwas zugesteuert wäre. Ich auch nicht. Aber das bedeutet, theoretisch könnte man ja dann bei einem Durchlauf, wenn man oft genug stirbt, alle Reploiden retten.
Es sei denn, sie werden erwischt, während du stirbst, ja. Ja. Ja, aber theoretisch. Ja, aber wenn sie einmal erwischt wurden, sind sie halt weg. Ja, das mag vielleicht wahr sein. Ja. Und welchen Vorteil siehst du dann da noch? Wir müssen dieses Level da nicht öfters rein. Ach so, so meinst du das. Ja, aber wie oft du dafür sterben müsstest. Oh, hier ist ein bisschen was los. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ich muss übrigens sagen, ich bin kein Freund, weil ich das gerade sehe, von der Mega Man X Legends Collection 2 von den Cover. Okay. Willst du mir schreiben, warum? Ich glaube, wenn du alle Repliken haben willst, oh, das war knapp. Meinst du wegen Spoiler und so? Ja, genau. Ich hab dir mal ein Bild von geschickt. Sie. Ja, das ist unglücklich gemacht, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Das ist ziemlich dämlich. Ja, das ist sau dämlich. Bei der Spielerauswahl, wenn du es runtergeladen hast, ne? Auf der Konsole, da ist das wenigstens nicht so. Ja, Gott sei Dank. Auf der Spieleverpackung. Wenn die wollten mir sagen, das Spiel ist freundlich. Was ist hier falsch? Was ist das? Der Totem ist tot geblieben. Achso, ja. Das Totem, das kaputt gemacht wurde, das wird tatsächlich gespeichert. Der Levelfortschritt wird gespeichert. Eben, was ist falsch mit dem Spiel? Ja, ich weiß nicht, da hatten die Entwickler dann wohl doch wieder einen. Pass auf, da könnte einer in der Nähe sein. Hier ist er ja, glaube ich, schon durch. Ja. Achso. Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade wegen dem Cover geguckt habe. Machst du eigentlich Save States wieder, nachdem du gestorben bist? Eigentlich habe ich das gerade eingesammelt, aber okay. Das machst du jetzt trotzdem. Warst du währenddessen unverwundbar? Ich glaube, währenddessen kannst du nichts einsammeln. Logischerweise. Sie? Ja. Ich glaube, ich habe hier gerade was gefunden, was dich äußerst interessieren könnte. Mich interessieren könnte? Okay. Ich mach mal eine Bildschirmübertragung an, okay? Ich weiß nicht, ob du damit nicht so was wegmachst. Nein. Nee, wegmachen tut das nicht, aber ich weiß nicht, ob das die Leitung stört. Ja, meine Leitung. Ich muss die Bildschirmübertragung hier nicht anmachen. Ja, stimmt. Okay, ja. Du musst nur Osoma sowieso spoilern. Und die will dich auch. Deswegen. Du kannst übrigens beides angucken, wenn du auf das Auge drückst, statt auf den Stream. Ja. Ja, aber es ist jetzt eh bloß kurz. Where am I now? It's probably better to move than sink right now. Ich finde es sehr schön, dass das Ding ist, um mit ihr hier zu reden, und mittlerweile redet er nur noch mit sich selbst. In der Galerie, da gibt es ziemlich viele Artworks, die ich noch nicht gesehen hatte. Ja gut, das ist mir soweit bekannt, aber... Das Beispiel hier. Ach, das kenne ich doch schon alles. Das ist für mich der Spoiler. Noch von allen Posen, das finde ich interessant. Ja gut, das sind die ganzen Konzeptzeichnungen. Ja. Ich dachte, du meintest irgendwas Bestimmtes.
Nee, nee. Also, da habe ich mir schon alles angeguckt. Habe ich da jetzt irgendeinen verpasst? Steve, hast du geschaut? Ich habe jetzt nichts gesehen, was er verpasst hätte. Okay. Speichere ich jetzt. Wegen des. Besonders der Raktorbogen, wo du den wirklich mal von vorne, hinten und auch die einzelnen Bestandteile siehst. Ja, der wird mir helfen für ein Cosplay, was ich vorhabe zu dem Charakter. Ah, wieder so eine Kackstücke. Was das Retten angeht. Glaube ich. Das ist ja die Stelle, wo ich gerade eben war. Deswegen frage ich ja. Ich hier jetzt einen verpasst habe. Nee, ich meine hier nicht. Ach, Pokéspot, das andere wäre doch viel witziger. Ist schon ein Langweiler, ne? Ja. Kommt dann halt später. Na, sind es noch zu wenige Gegner? Wir haben noch ein paar. Ich glaube, ich hätte schon längst den Giga-Attack gemacht. Ich finde diese Passage wunderschön, wenn ich das anmerken darf. Aber zumindest hat er jetzt den Reptoiden gerettet. Ja. Ich erinnere mich noch an meine Versprecher. Da haben wir nicht Reptoiden, sondern Reptiloiden gerettet. Oh Gott, ja. Oh Gott. Naja. Eine Sache hat mich aber ehrlich gesagt öfter Zuckungen haben lassen als Reptiloiden. Was denn? Gefühlt in jedem zweiten Satz sagtest du Bra. War jetzt wirklich so, okay, ich glaube, ich muss die Videos vielleicht nochmal alle runternehmen. Ich hatte sogar mal überlegt, ob ich nicht mal so ein Video machen sollte, so von wegen, ja, was eigentlich passiert ist, dann sieht man so einen kurzen Ausschnitt aus deinem Let's Play und dann, was mir im Gedächtnis geblieben ist und dann irgendeine Musik aus dem Spiel und jeder Ton wird von einer Bra-Aussage von dir wiedergegeben, wohlgemerkt mit allen Ausschnitten aus dem Let's Play, wo du es gesagt hast. Sehr schön. Nee, das heißt, muss ja nicht sein. Ja, es ist... Was ist denn jetzt? Tja. Ja, also mir ist gerade was aufgefallen. What is this place, Alia? What just happened? Ich sag nichts. Moment, sind die roten Stages, haben die so eine Portale drin? Nee. Das hat damit nichts zu tun. Jo, also, ich möchte übrigens nichts anmerken. Also, ich habe noch theoretisch so an die 90 Kingdom Hearts 2 Dateien ja rumliegen und nochmal so 53 zu 358 1,5 Tage. Die müsste ich irgendwann mal rendern und hochladen. Ja. Warum machst du es nicht? So schlimm ist es jetzt. Weil ich zu faul dafür bin. Oh Gott, hier sind natürlich. Oh, da sind diese Viererblöcke wieder, sehe ich schon wieder Kopfschmerzen. Die Viererblöcke. Nicht Viererblöcke, ich meine die Viereranordnungen von Altraumgegnern. Ja, die sind echt ätzend. Das oder alles, es war so ein Albtraum. Wortwitz geplant? Nee, tatsächlich nicht. Da dachte ich gerade nicht drüber nach, aber als ich durch das Level durch war, habe ich gesagt, ich kotze im Strahl. Weil ich finde halt auch, so die Gegner, da könnten sie noch ein paar mehr platzieren. Die Sprites, da haben sie sich so viel Mühe mitgegeben. Das darf man ruhig noch mal etwas öfter präsentieren. Ich hoffe, der Raptoid da oben wird in Ruhe gelassen. Mmh.
töte ja. die Stadt halt weiter zu hinten. Das ist sicherer für den Reptoiden. Die Superattacke trifft natürlich nur mit einzelnen Projektilen. Ja, das ist doof. Aber die gab's ja auch in X5 schon. Hier ist nichts Neues. Ja. Und die Superattacke wird noch dein bester Freund, glaub mir. Ja, ja gut, man möchte sogar mal seine Möglichkeiten nicht alle vorwegnehmen. Ja, die Giga-Attack hat er ja schon mal benutzt. Ja, ja, aber konkrete Anwendungsmöglichkeiten meinte ich. Ja, ja, ich sage einfach nur, sie wird noch sein bester Freund. Ja, nichts vorwegnehmen. Also man will ja taktisch auch selber was entwickeln. Ich bin eh gespannt. Bei der nächsten Aufnahme muss es dann ja soweit sein. Boah, Alter, sag mal! Was ist das für ein Raum? Ja, also dieser Raum, du musst dir vorstellen. Ihr habt uns gedacht, gut, also... Wie ja, viele also Gegner können wir hier platzieren? Ja! Also die Pest war ja noch nicht so schlimm. Weil die Pest noch nicht mehr platziert hat, ja. Haben wir da nochmal die Masern mit dazu gepackt. Und dann ist das Ganze noch fünfmal mutiert. Und dann hat man das noch mit der Dummheit von Domtendo verseucht und... Dann hat man sich das gedacht, so, das können wir als Level machen. Das ist Osomas Kreuzung zwischen Pest und Cholera. Das ist die Kreuzung davon. Pest oder Cholera? Ja. Okay, Osoma hat offensichtlich Pokespots. Albträume sind das. Und ich hasse dich. Boah, knapp. Oh, ich dachte jetzt gerade schon. Ich dachte es auch schon. Oh. Speichern. So. Ja, dann mach mal Grand Scaravage. An der Stelle hätte ich es nicht mehr gebraucht. Ja, doch. Wenn ich, vergesse, den Sexy nach dem Boss zu machen. Achso. Oh, hi Zero. Who are you? X, it's me. Don't you recognize me? I was damaged so badly by the nightmare that the color of my body has been changed. Ja, natürlich! Beste Erklärung ever! Stop it, you can't fool me. You have become so insane that you can't even recognize me? That means that you have become a maverick. As a memory counter and your friend, I will retire you myself. Das ist übrigens nicht Zero. Ja, natürlich ist es nicht Zero! Es gibt, Aber ich finde es schön, dass er die Zero-Musik einfach kriegt. Ja, du kannst ihn an verschiedenen Punkten im Spiel antreffen, je nachdem gibt es einen anderen Dialog. Den hier kannte ich übrigens noch gar nicht. Ich auch noch nicht. Ich erinnere mich nur gerade an den. Wo ist Zero? Wo hat er sich versteckt? Na, hier bin ich! Nein, du bist ein Fake! Nee, nee, er sagt, wo ist Zero, wo hat er sich versteckt? Stimmt. Und er schreit das. Der Kampf aus X5, der war ja, also der schwerere. Hm? Hörst du eigentlich, was der sagt? Ja. Der findet die geheime Joestar-Technik. Die da wäre? Wegrennen. Ach die. Ja, wobei, ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen. Der hat schon seine Schwierigkeit. Wenn wir ihn einmal verstanden hat, ist eigentlich ganz witzig. Okay, was er bei dir da gerade macht, wirkt ein bisschen sehr lächerlich. Die Attacke finde ich am schwierigsten erlebt. Also die Attacke, die er gerade gemacht hat am Ende wieder und am Anfang, die finde ich am schwierigsten bisher. Er hat noch nicht mal alles gezeigt, was er kann.
Und ich fasse es nicht, dass es so ist. Wie soll ich denn diese Attacke ausweichen? Ja gut, das mit die, mit dieser... Das hier hat er in dem anderen Kampf auch bekommen. Na, endlich zeigt er die Attacke auch. Ich dachte schon. Nee, jetzt spiel du so mal, jetzt mach ich die nicht. Ob es zeigt oder nicht. Na, knapp. Ja, wenn man mit neuen Attacken noch ankommt. Dieses Warning dauert einfach nur ewig jedes Mal. Ja, habe ich mir auch gedacht. Früher nicht so sehr, aber dann später, wo sich die Versuche häuften. Naja, sag lieber nichts viel. Okay.